In dem heutigen Video haben wir eine Challenge für euch. Ich spiele gegen meinen Bruder. Wenn er gewinnt, kriegt er 2000 Juwelen. Falls ihr auch mal mitmachen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und vergisst nicht, Abo und Like da zu lassen, damit ihr die nächste Challenges auch nicht verpasst. Zum Ablauf. Wie wird das ablaufen? Wir spielen jetzt drei verschiedene Maps. Die erste Map ist Block Dash. Wir sind mal gespannt. Wie gesagt, mein Bruder ist noch ein kleiner Newbie. Ich hoffe, wir gewinnen gegen den. Also wenn, dann werden wir echt... Wäre schon echt peinlich, aber für die erste Runde dachte ich, bleibt in der Familie das, die Juwelen, deswegen zocken wir hier erstmal ein bisschen Block Dash. Machen wir erstmal ein paar Lach-Emojis gegen den, da ist er doch und gut, dass er überhaupt schon weiß, der weint schon, der hat Angst, dass er verliert. Er hat aber Hoffnung, dass er die Juwelen natürlich jetzt hier abgreifen kann und direkt mit ein paar Juwelen ins Spiel starten kann. Das wäre natürlich ja sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und noch sieht es ja, ist es easy. Noch sind die Waves nicht so krass. Aber ich bin gespannt, wenn die Stacheln-Waves kommen, wie er das meistern wird. Denn wie gesagt, noch gar nicht. Der hat es gerade runtergelegt. Ich so, Fortis heißt mein Bruder. Ich so, Fortis, wir müssen ein Video machen. Du musst, guck mal, der hat schon die Tricks gesehen bei mir im Stream. Deswegen weiß er, wie das abläuft. Ist klar. Hey, jetzt hat das ihn. Okay, ich glaube, er ist raus. Oh, er wollte es noch schaffen, aber er hat es leider nicht mehr geschafft. Erste Runde habe ich auf jeden Fall gewonnen. Wir werden von drei Runden werden wir gucken, welche wir gewinnen. Zur ersten Runde geht auf jeden Fall an mich. Die Gems sind auf jeden Fall noch an mich. Wenn er nächste Runde gewinnt, spielen wir eine dritte Runde, damit er auch noch eine Chance hat, das zu gewinnen. So Leute, wir sind jetzt in der zweiten Runde. Wir sind jetzt hier oben und dürfen nicht runtergefallen. Ich bin mal gespannt, ob der direkt runterfällt runter oder ob der ein bisschen aushält. Ich frage mich gerade, wo ist der? Der Junge hat einfach Trick 17 gemacht. Der ist einfach noch oben geblieben. Holy shit, ich wusste gar nicht, dass das geht. Der hat da oben erstmal seine Basis gechillt und will mich jetzt hier, ich merke das schon, ein bisschen so einengen lassen. Der macht auf jeden Fall hier seine Routinen, dreht hier seine Runden, was er auch sehr gut macht. Natürlich zu zweit hat man hier bessere Karten. Der macht erstmal hier oben das ganze Feld weg. Wir lassen ihn aber hier keine Chance, deswegen bleiben wir auch mit oben drauf und gucken, dass wir jetzt gleich nicht auf jeden Fall irgendwo runterfallen. Ah, wir sind unten. Oh shit. Wir sind gleichzeitig einfach runtergefallen. Das gibt's doch nicht. Also es sind echt gute Chancen für ihn, dass er das hier gewinnt. Weil das ist eine Map, da braucht man echt so mathematisches Berechnung gefühlt, wo man hier wann hinspringt und nicht so wirklich Skill. Deswegen ist das, glaube ich, auch eine gute Map, die wir hier ausgesucht haben für ihn. Oh, 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 ich muss rüber. Damn, der nimmt sich alle Plattformen. Der nimmt sich alle Plattformen. Der schenkt sich hier nichts. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, Leute, ich glaube, ich muss runter. Oh, er hat den Double Jump geschafft. Was geht, was geht, mein Bruder? Ich probiere ihn hier ein bisschen auszutricksen. Er hat's gemerkt. Ich wollte ihn eigentlich so ein bisschen einengen. Wir probieren das gleich nochmal, dass wir hier nochmal hier... Der, guck mal, wir machen den hier alle Chancen weg. Ja, guck mal, jetzt muss er hier lang gehen, da gibt es nicht mehr so viel. Ja, guck mal, wir engen ihn hier so ein bisschen ein. Wir haben dann hier die Plattform nochmal für uns. Oh, er hat es geschafft, rüber zu kommen. Er hat mich, er engt mich ein. Oh, das war jetzt close. Ich dachte kurz wirklich, dass er mich hier einengt und dass ich hier nicht mehr rauskomme. Oh, 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 oh. Nein, ich hab den Jump nicht geschafft. Ist das die letzte Map? Das ist die letzte Map, Leute. Das ist die letzte, allerletzte. Wir sind jetzt hier... Oh, der geht außen rum. Das ist natürlich sehr schlau. Wir probieren nochmal einzuengen hier. Er nimmt die Ecken mit. Das ist gut. Okay, okay. Er probiert mich einzuengen. Ich bin hier nochmal mit einem Doppeljump rausgeprobiert. Jetzt bin ich dran. Ah, ich habe gewonnen. Ey, es war wirklich so close. Er hätte mich fast runtergeballt. Aber wie gesagt, falls ihr Bock habt, auch mal mit mir gegen mich zu spielen in Runden... Schreibt gerne einen Kommentar, lasst ein Abo und ein Like, damit ihr das auch nicht verpasst, wann die nächste Runde losgeht. Deswegen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.